Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den WCM-UMMX an in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Woodcraft Modding, gibt es neben PC und Mac auch für PlayStation 4 und Xbox One. Findet ihr in meiner Kategorie Werkzeuge und dann Forstmaschinen. Ihr benötigt dazu je nachdem, Liebherr 902 Pack von Black Sheep Modding. Optimal auch alles verlinkt bei uns wiederum auf der Download-Seite, ihr wisst Bescheid. So, wir haben das gute Stück UMX, ja, oder UMM/X. Das WCM steht dann im Endeffekt für Woodcraft Manufacturing, ne? Deswegen, das ist ein Aufsatz für Bagger. So wird das Ganze auch beschrieben, ein Forstmulcher für Bagger. Um ein Gewicht von 25 Tonnen bis 36 Tonnen mit Rotor und feststehenden Werkzeugen. Dieses Modell ist durch extreme Robustheit und hohe Produktivität ausgezeichnet und mulcht Bäume mit einem Durchmesser von bis zu 30 Zentimetern. Soweit so klar. Also, so ist das gute Stück hier da. 19.450 Euro in der Anschaffung, 991 Euro im Leasing. Es gibt einen Config-Block und zwei Anbaukupplungen. Da gibt es einmal die Hachi Kupplung und dann dementsprechend einmal die Liebherr-Kupplung, also je nachdem, was ihr da für Bagger halt habt. Falls ihr dann auch andere externe da habt, müsst ihr halt gucken, ob die Kupplung passt, gegebenenfalls halt anpassen. Soweit, so klar. Mehr braucht ihr in dem Falle nicht. So sieht das gute Stück dann in dem Fall aus. Im Endeffekt ein grauer Kasten mit ein paar Diggles hier mit drauf. WCM im Endeffekt, UMX, nenne ich es jetzt einfach mal. Gleich hier nochmal WCM mit drauf, dann hier dementsprechend die Kupplung. Ne, ein paar Warnhinweise dürfen dementsprechend natürlich auch nicht fehlen. Klarer Fall. Und hier vorne haben wir dann einmal die Möglichkeit, das Ganze aufzuklappen. Kommen wir dann gleich noch dazu. 3 Millionen Warnhinweise mehr dabei. Und das ist es eigentlich auch schon gewesen. Ne, sieht eigentlich soweit alles ganz schnieke aus. Die Diegel sind teilweise ein bisschen unscharf. Ne, aber ansonsten ist das eigentlich soweit vollkommen okay. Wüsste ich jetzt nicht, was ich dagegen sagen sollte. Passt. Ihr habt hier schon mal was vorbereitet. In dem Fall ist hier der Liebherr 902 vom Black Sheep Modding. Und ihr habt dann einfach mal ein paar Bäume gefällt. Ihr seht das Ganze. Ich schalte das mal an. Wir fahren dann einfach hier oben drüber. Ne, koppel den ganzen Spaß an. Und dann ist es das eigentlich auch schon mit gewesen. Sobald das Ganze dann einmal hier dran ist, seht ihr Baumstumpffräse anschalten, abschalten. Wir können die Baumstumpffräse heben bzw. senken. Obwohl man da ganz ehrlich sagen muss, in dem Falle hier, ihr seht, da tut sich jetzt in denen nicht viel. Ihr steuert das Ganze im Endeffekt über die Maustaste. Rechte Maustaste in dem Falle hier. Könnt ihr den ganzen Spaß dann ein bisschen mit anwinkeln und dann halt euren Spaß haben. Ihr könnt Felder erstellen zulassen, sodass ihr theoretisch, weil es halt Mulcher ist, hier noch den Boden mit bearbeiten könnt und dann halt mulchen könnt etc. pp. Wenn es denn soweit funktioniert. In meinem Fall, ihr seht das Ganze, wenn ich zum Beispiel hier jetzt oben drüber fahre, ist das jetzt nicht der Fall. Ich habe es schon auf freier Fläche versucht. Vielleicht mache ich schon irgendwas falsch. Vielleicht ist das so alles zu hart hier bearbeitet. Aber prinzipiell ja. Aber im großen Teil, und dafür dreht sich das Ganze auch, ist es eigentlich dafür da, um Baumstümpfe wegzufräsen. Und das macht er soweit auch alles mehr als in Ordnung. Ne? Winkel den ganzen Spaß mal hier an. Geh dann hier einmal mit drauf, fahr dann hier einmal hin. Ja, und dann seht ihr hier, zack, kann ich das Teil dann langsam, aber sicher, Stück für Stück für Stück für Stück wegmulchen. Ne? Dafür ist es am Ende des Tages gedacht. Das macht er in dem Falle auch. Ich kann das halt hier weiter anpassen. Immer ein bisschen weiter runter gehen. Und irgendwann ist der Baumstumpf dann einmal komplett weg. Und dann haben wir hier den ganzen Spaß erfolgreich gefräst. Jetzt hier unten noch das letzte Stück. Zack, und weg ist er. Ihr könnt natürlich auch, weil hier gefällte Bäume rum sind, könnt ihr natürlich auch auf gefällte Bäume ansetzen, das Ganze. Da müsst ihr aber halt immer beachten, das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Ne? Es ist halt mehr für die Baumstümpfe ausgelegt, aber klar, ihr könnt mit einem gewissen Winkel könnt ihr hier rangehen und das Ganze würde trotzdem funktionieren. Ihr könnt damit auch Bäume fällen beispielsweise, wenn man es einfach mal hier rangeht. Na, ihr seht das Ganze hier. Das funktioniert zwar in dem Fall auch, ist aber ja logischerweise nicht Sinn und Zweck des Ganzen, soll man ja auch dazu sagen. Aber ihr seht, das ist jetzt hier locker, könnte ich jetzt theoretisch ja wegschieben. Ihr seht, das sägt er dann, ne? Also das funktioniert auch, aber wie gesagt, das ist nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Hier geht es eher darum, um die Baumstümpfe hier wegzufräsen und ihr seht, das macht es soweit alles ohne Probleme. Wer also gerne mit dem Bagger Dings unterwegs ist, ob nur hier Rad oder Kette, ist ja relativ egal. Für den könnte das sicherlich eine nette Sache sein.
Ja, Log ist auch sauber, wie ihr hier seht, könnt ihr euch in dem Falle also auch bedenkenlos mit downloaden. Nun, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer mit in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat. Jo, und bis denne, haut rein. Tschüssi, Kowski.